Eigude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 87. Hermines Geburtstag. Susan, kommen Sie rein. Schön, dass es Ihnen wieder gut geht, sagte Arthur fröhlich, als er Susan in seinem Büro empfing. Guten Tag, Arthur. Tut mir leid, dass ich ein paar Tage ausgefallen bin. Ich muss Ihnen auch gleich eine Mitteilung machen. Ich habe es schon der Personalabteilung mitgeteilt. Sie grinste, während Arthur gespannt wartete. Ich bin schwanger. Oh, das ist ja fantastisch, sagte Arthur, während er sich erhob und auf Susan zuging. Glauben Sie mir, es gibt nichts Schöneres, wirklich nichts Schöneres, als sich um ein Kind kümmern zu dürfen, sagte er fröhlich, während er ihre Hand ergriff und ihr herzlich gratulierte. Danach sagte er etwas traurig. Dann werden Sie uns in ein paar Monaten verlassen. Ja, schon. Aber bis dahin ist noch etwas Zeit, versuchte sie ihm aufmunternd klarzumachen. Gut, dann kann ich Ihnen jetzt ein paar Neuigkeiten nennen. Es gibt da sehr interessante Informationen über einen bestimmten Muggel, den wir für den Mord an den Hexen und Zauberern verantwortlich machen können. Wir haben über Mr. Malfoy herausbekommen, dass er Robert Hopkins heißt, erklärte Arthur zufrieden. Mr. Malfoy hat Ihnen freiwillig so eine gewichtige Information gegeben? Fragte sie ungläubig. Arthur antwortete nicht, sondern er nahm seine Brille von der Nase und putzte die Gläser. Und auf einen Schlag wurde ihr bewusst, dass man Mr. Malfoy Veritaserum untergemischt haben musste. Aber Arthur, was nur, wenn Mr. Malfoy jetzt die Zusammenarbeit vollständig verweigert? Wie viele Jahre müsste er sitzen? Maximal noch 7, wenn es nach Ihnen ginge? Das ist nicht viel. Er könnte sich damit zufrieden geben? Arthur hob beide Hände, um Susan zu unterbrechen. Dann erklärte er. Das war nicht die feine englische Art, das gebe ich zu. Aber anders? Er spielt einfach viel zu hoch, Susan. Da kann ich nicht mehr mithalten, wenn er nur verständiger wäre. Aber nein, er will am liebsten gleich nach seiner Behandlung als freier Mann aus dem Krankenhaus spazieren. Das kann ich nicht zulassen. Die Medien werden mich und meine Entscheidung in der Luft zerreißen, wenn ich einen verurteilten Todesser... Dieses Mal unterbrach Susan und sagte: Sie vergessen, Arthur, dass alle Gefangenen aufgrund der voreiligen Verurteilungen durch Fudge und Scrimgeour nochmals eine Verhandlung bekommen. Alle Gefangenen, die als Todesser oder Sympathisanten nach Azkaban geschickt worden waren, werden speziell befragt werden. Sie wissen, dass ich damit Veritaserum Plus meine. Und auch Mr. Malfoy wird eine solche spezielle Befragung erhalten, wenn er aus dem Mungus zurück ist. Wir können nicht einmal ahnen, welche Verbrechen Malfoy tatsächlich aus eigenem Antrieb verübt hat. Oder ob er, wie viele andere, auch einige der echten Todesser unter dem Imperius gestanden hat. Susan erhob sich und ging auf und ab, während sie weiter ausführte. Malfoy hat noch gar keine neue Verhandlung gehabt. Durch seinen Aufenthalt im Mungus hat sich das alles verzögert und letztlich wurde ein Verhandlungstermin vor Gericht erst einmal auf Eis gelegt. Was, wenn die spezielle Befragung unerwartet einen Freispruch bei ihm hervorbringen würde? Wie bei den beiden jungen Malkippers? Sie wissen schon, ich meine Sohn und Tochter, die nach dem Angriff auf die Tierwesenveranstaltung fliehen konnten und später festgenommen wurden. Die beiden wurden von ihrem eigenen Vater und Imperius gestellt, Arthur. Malkipper Senior selbst hat unter Veritaserum ausgesagt, dass zweifelnde oder nicht vertrauensvolle Todesser von Voldemort gelenkt worden waren. Ich bin da ganz ehrlich und ich nehme auch kein Blatt vor den Mund, wenn ich sage, dass Mr. Malfoy Senior zwar ein arrogantes Ar... Sie entschied sich doch noch schnell für ein anderes Wort. Ein Armleuchter ist, er aber möglicherweise schon lange per Imperius zu Taten gezwungen worden war. Möglicherweise sogar schon während des Vorfalls in der Mysterienabteilung, für den man ihn zuletzt verurteilt hatte. Wenn bei einer Verhandlung rauskommen sollte, dass Mr. Malfoy unter Imperius gestanden haben sollte, und so unwahrscheinlich ist das gar nicht,
dann hätten sie überhaupt nichts mehr von seinen Aussagen. Denn die würde er gar nicht mehr machen. Ist er erst wieder auf freiem Fuß? Arthur seufzte und bot Susan zunächst einen Platz an. Etwas Tee? Fragte er fröhlich, nachdem sie sich gesetzt hatte, doch sie verneinte. Sie halten ihn für unschuldig? Fragte er kleinlaut. Sie summte einmal, bevor sie sagte. Nicht für völlig unschuldig. Das auf keinen Fall. Ich schätze, er würde offiziell 2, höchstens 3 Jahre bekommen für den Mist, den er aus freien Stücken fabriziert hat. Aber die schwerwiegenden Verbrechen, Arthur, da glaube ich wirklich, dass er damit schon lange nichts mehr am Hut gehabt hat. Nochmals seufzte Arthur und er hörte aufmerksam zu, als sie fragte. Weiß er denn, dass jedem Gefangenen eine neue Verhandlung zusteht? Wie sie es vermutet hatte, verneinte er wortlos. Er braucht es auch noch nicht zu wissen, sagte sie leise, sodass Arthur sich nicht mehr ganz so schlecht vorkam, weil er mit Mr. Malfoy genauso hinterlistig umgegangen war, wie der sonst mit allen anderen. Und Sie wollten mir von den Muggeln erzählen? Fragte sie im Anschluss. Ja, Susan. Wir wissen, wo Robert Hopkins wohnt. Kingsley und ich sind der Meinung, wir sollten Muggelgeborene als Späher hinschicken, um sich das mal anzusehen. Wir überlegen, ob wir Miss Granger fragen sollten, aber vorher wollten wir sie noch fragen. Können Sie jemanden vorschlagen, der sich gut in der Muggelwelt auskennt und diese Angelegenheit übernehmen könnte? Nachdem Susan niemand eingefallen war, den man mit einem Überwachungsauftrag in die Muggelwelt schicken könnte, ging sie zurück in ihr Büro. Die Akten hatten sich in ihrer Abwesenheit bis zur Decke gestapelt, obwohl einige Kollegen ihre Arbeit übernommen hatten. Susan suchte einen bestimmten Brief, den Beschwerdebrief von Anne Adair, doch den fand sie nicht. Und so beauftragte sie ihre Vorzimmerdame, Mrs. Dante, damit herauszufinden, welche ihrer Kolleginnen oder Kollegen diesen Fall womöglich bearbeitet hatten. Denn es lag ihr daran, sich selbst um diese ungewöhnliche Angelegenheit zu kümmern. Bevor sie sich jedoch in ihre Arbeit stürzte, nahm Susan aus ihrer Handtasche eine Glückwunschkarte, die sie schnell zu Hause aus einer Schublade entnommen hatte, um sie während der Arbeit zu schreiben. Sie schrieb ein paar nette Worte an Hermine und gab die Glückwunschkarte mit der Hauspost an die ministeriumseigene Eulerei weiter, damit sie so schnell wie möglich abgeschickt werden würde. Die Eule mit der Glückwunschkarte an Hermine flog nach Hogwarts und müsste voraussichtlich in weniger als einer Stunde dort ankommen. Zu ihrem Geburtstag erhielt Hermine morgens zuallererst eine Glückwunschkarte von Mr. Bloom, dem Vorsitzenden der Initiative, der sich nochmals schriftlich dafür entschuldigte, dass sie auf einer seiner Veranstaltungen von einem Vampir gebissen worden war. Besonders heute wollte sie daran nicht erinnert werden, weswegen ihr diese Karte schon den frühen Morgen vermieste. Missgelaunt wartete sie auf Valentinus, der heute die Kratzbürste abholen wollte. Der Kniesel hatte sie heute wie jeden Morgen wieder angefallen, als sie ihm etwas zu fressen gegeben hatte. Nachher müsste sie sich bei Snape erneut die Salbe auftun, damit die tiefen Kratzer schnell verheilen würden. Das Frühstück hatten die Hauselfen der Küche heute zu ihrem Ehrentag extra aufmerksam gestaltet, mit einer Kerze auf dem Tablett. Der Blüte einer Osterglocke in einem lächelnden Gesicht aus gebratenen Eiern und 2 Eigelb als Augen und einige Scheiben Speck als Mund. Zweifelsohne war das eine Idee von Albus. Aber anstatt sich daran zu erfreuen, machte es sie zornig. Wieso war ein Gesicht aus Lebensmitteln zum Lächeln zumute, während sie sich heute am liebsten verkrauchen würde? Valentinus kam endlich vorbei, um den Kniesel abzuholen. Er bedauerte es, dass das Tier sich nicht mit Hermine anfreunden wollte, und er entschuldigte sich vielmals dafür, doch Hermine beteuerte, dass es ja nicht seine Schuld wäre. Nebenbei fragte sie: Hat Harry sie auch für heute eingeladen? Harry?
fragte er begeistert. Nein, für was hätte er mich einladen sollen? Während ihres Dinners letzte Woche Samstag war Hermine nicht entgangen, dass Valentinus näheren Kontakt zu Harry gesucht hatte. In ihren Augen wollte er Freundschaft mit ihren Freunden schließen und Harry als ihr bester Freund und ihre Begleitung sollte den Anfang machen. Auch wenn der darüber nicht sehr glücklich gewesen zu sein schien. Harry wollte eine Geburtstagsparty für mich organisieren, heute Abend. Erklärte sie dem Lehrer freudestrahlend, dem daraufhin jedoch das Lächeln entweichen wollte. Oh, das tut mir leid. Heute Abend habe ich leider keine Zeit, Hermine. Vielleicht findet sich nochmals eine andere Gelegenheit. Wann hatten Sie denn Geburtstag? Hermine stutzte, denn als er ihr den Kniesel gebracht hatte, hatte sie erwähnt, wann ihr Geburtstag wäre, weil sie im ersten Moment gedacht hatte, das Tier wäre ein verfrühtes Geburtstagsgeschenk von Valentinus. Enttäuscht sagte sie: Nicht hatte, ich habe heute. Oh, heute? Dann herzlichen Glückwunsch, sagte Valentinus erfreut. Er kam mit dem Kniesel auf dem Arm einen Schritt auf sie zu und ergriff ihre Hand. Doch in diesem Augenblick schlug das reinrassige Haustier mit ausgefahrenen Krallen zu und erwischte Hermine am Unterarm. Das tut mir so leid, Hermine. Ich glaube, es wäre besser, wenn ich jetzt gehe. Ich wünsche Ihnen heute Abend eine schöne Party, sagte Valentinus, der gleich darauf verschwand, während Hermine die letzte Wunde, die ihr von diesem dämlichen Kniesel beigebracht worden war, mit einer Hand abdeckte. Ihr war zum Heulen zumute. Hermine ärgerte sich und dachte: Nicht einmal Valentinus kommt heute Abend. Dann habe ich nicht mal jemanden, mit dem ich flirten kann, um jedem zu zeigen, dass ich... Ja, was eigentlich? Muss ich irgendjemandem irgendwas beweisen? Ich denke nicht. Ihr Weg führte sie zunächst zu Harry, der gerade beim Kamin kniete und entweder jemandem anflohen wollte oder gerade damit fertig war. Herzlichen Glückwunsch, Geburtstagskind, sagte er freudestrahlend, doch ihr Gesicht blieb ernst. Was ist denn mit dir? Was ist dir über die Leber gelaufen? Fragte er daraufhin, doch er hatte sie auf dem falschen Bein erwischt. Was soll schon los sein? Du hast nicht mal Valentinus eingeladen, oder? Du hättest das gestern schon machen können, aber ihn hast du vergessen, obwohl du weißt, dass ich ihn mag. Meckerte sie. Ich hab's nicht vergessen. Er meinte gestern, er hätte keine Zeit, erwiderte er entmutigt. Hör mal, Harry, ich hätte gern eine kleine Party, wenn es möglich wäre. Bloß nichts Großes, dazu bin ich wirklich nicht in der Stimmung, sagte sie niedergeschlagen, aber dennoch trotzdem bestimmend. Ich glaube, dafür ist es schon zu spät, Mine. Ich habe bereits alle eingeladen und ehrlich gesagt, ich bin noch dabei. Als sie ihn durch die verengten Augen anblickte, versicherte er: Es sind alles Leute, die du magst, ehrlich. Das wird richtig lustig werden. Vertrau mir einfach, ja? Sie seufzte, bevor sie sich aufs Sofa plumpsen ließ und fragte: Warum habe ich mich dazu nur überreden lassen? Einmal schnaufte Harry, bevor er sagte: Du kannst mir nichts erzählen, dass du keine Party haben willst. Du hast dich doch sonst immer gefreut, mit all deinen Freunden reden zu können. Und als wir damals unsere Geburtstage nicht feiern konnten, da hat dir das von uns dreien am meisten gefehlt, falls du dich noch daran erinnerst. Jetzt sei nicht so, lass dich überraschen. Ich habe mir für dich so viel Mühe gegeben. Am Ende war Harry etwas aufbrausend gewesen. Doch als er Hermines trauriges Gesicht erblickte, wurde ihm das Herz ganz schwer. Direkt neben Hermine setzte er sich auf die Couch, bevor er ihre Hand nahm und fragte: Was hast du denn nur? Sie drückte einmal zu, bevor sie weinerlich offenbarte: Sie werden alle fragen, richtig? Alle werden sehen, dass Ron und ich nicht mehr zusammen sind und dann werden die Fragen kommen. Ich will nicht, dass die... Hermine, jetzt ist aber mal gut. Du hast doch keine taktlosen Freunde, oder? Bestimmt kann jeder selbst ein Lied davon singen, wie es ist, sich von jemandem getrennt zu haben.
Glaubst du, auch nur einer möchte, dass du dich auf deinem eigenen Geburtstag schlecht fühlst?", fragte er mit warmer Stimme. "Aber jeder wird es sehen und dann werden sie über mich reden", sagte Hermine innehaltend. "Na und? Dann sieht es eben jeder. Ist doch völlig egal. Natürlich wird man darüber reden, aber niemand wird lästern oder tratschen, Hermine. Sie werden es schade finden, dir all das Glück der Welt wünschen. Es ist nun einmal so, dass ihr nicht mehr zusammen seid. Was soll man da vertuschen wollen? Ich bin doch da, Hermine. Wenn dir irgendwas nicht passt, dann sagst du mir einfach Bescheid, ja?", sagte Harry, der nochmals ihre Hand drückte, so dass sie resignierend nickte. Einen Moment später fragte sie noch: "Wen hast du denn alles eingeladen?" "Na, die ich gestern schon genannt habe. Dann ein paar Lehrer und alte Schulfreunde, die ich gestern vergessen habe. Und zwei von deinen Kollegen aus dem Mungus, mit denen du gut ausgekommen bist. Selbst dein ehemaliger Professor hatte Zeit", zählte er auf. "Ein paar Lehrer von hier? Etwa auch Snape?", fragte sie mit großen Augen. Natürlich hatte er auch Severus eingeladen, obwohl der sich vorbehalten hatte, nicht fest zuzusagen, sondern, wenn überhaupt, spontan hinzuzustoßen, wenn es seine Zeit erlauben würde. So gut wie Hermine und Severus miteinander auskamen, auch wenn beide das sicherlich nicht zugeben würden, hatte er ihn einfach eingeladen. Sollte Severus heute Abend kommen, wäre für Harry nämlich eines klar. Und zwar, dass Severus in Hermine mehr als nur eine Schülerin sehen würde. "Ja, Snape auch", sagte er vorsichtig. "Wieso?", fragte sie entgeistert, doch er unterbrach. "Er hat sowieso gesagt, dass er nicht fest zusagen kann. Steht 50-50, ob er kommt oder nicht", beruhigte er sie. "Natürlich wird er nicht kommen. Ist halt nicht sein Ding, so eine Party", sagte sie plötzlich enttäuscht, obwohl sie sich vorher noch darüber aufgeregt hatte, dass er es überhaupt gewagt hatte, ihn einzuladen. "Ach ja, ich hab dir doch neulich gesagt, dass dieser Werbeflyer von der Sekte recht aufschlussreich gewesen war", fragte sie und er nickte. "Ich hab etwas über diese Sekte herausgefunden. Mit Heiliger Matthew ist ein Hexenjäger gemeint, der um 1645 herum lebte und Matthew Hopkins hieß. Natürlich ist das kein Heiliger im christlichen Sinne. Dieser Robert Hopkins, wie der Name erahnen lässt, muss ein Nachkomme von dem Hexenjäger sein, der sich die Idee in den Kopf gesetzt hat, die Menschheit von Hexen und Zauberern zu befreien. Üble Geschichte, was?", fragte sie bedrückt klingend. "Ja, hört sich nicht gut an. Fragt sich nur, wie viel Einfluss der Mann hat", entgegnete Harry. "Snape hat gesagt, Robert Hopkins wäre für den Tod der Beerbaums und für das Attentat auf Meredith verantwortlich", fügte sie noch an. "Vielleicht sollte ich dem Kerl mal einen Besuch abstatten. Hoffentlich kann Arthur da etwas mit dem anderen Minister vereinbaren, denn es ist ja ein Muggel, der die Zaubererwelt in Atem hält", sagte er leise. Wie üblich ging Hermine zu 12:30 in Snapes Büro, nur um einen Zettel vorzufinden, auf dem er in seiner winzigen, engen Handschrift, die ihr schon aus ihrer Schulzeit sehr vertraut war, mitteilte, dass er sie heute nicht benötigen würde. "Na toll, jetzt darf ich sehen, wie ich mir bis heute Abend die Zeit vertreiben kann", meckerte sie leise, als sie sein Büro verließ. Nachdem Hermine sich in ihre Räume zurückgezogen hatte, um ein Buch zu lesen, verließen verwirrte Schüler die Unterrichtsräume von Professor Snape, der eine ganze Stunde früher den Unterricht am Freitag mit der Aufgabe beendet hatte, die nächsten 2 Kapitel im Buch zu lesen und eine kurze Zusammenfassung darüber zu schreiben, die sie am Montag abgeben sollten. Severus hatte sich beim Direktor abgemeldet und Bescheid gegeben, dass er für 1 oder 2 Stunden Hogwarts verlassen würde, was Albus mit frech funkelnden Augen zur Kenntnis genommen hatte. In seinem Wohnzimmer hinterließ er eine Notiz für Harry, in der stand, dass er mit dem Hund ausgegangen wäre, bevor er mit Harry an der Leine vor die Tore von Hogwarts lief. Mit einem Zauberspruch
verwandelte Severus seinen Umhang in einen schwarzen Mantel. Seine Schuhe und die am Bein geknöpften Hosen beließ er in ihrem Zustand. Nachdem er seinen Zauberstab im linken Ärmel hat verschwinden lassen, beugte er sich hinunter, um Harry auf den Arm zu nehmen, damit er mit dem Tier zusammen apparieren konnte. Sein Ziel war eine steinerne Treppe, die außerhalb eines Gebäudes im Magnolienring lag und in einen Keller führte. Mit einem lauten Plopp materialisierte er sich ungesehen auf dem untersten Treppenabsatz, sodass er die Stufen hinaufgehen konnte und es für jeden Muggel so aussehen würde, als hätte er gerade eben den Keller verlassen. Auf einen Freitagnachmittag war im Magnolienring viel los. Ebenfalls für so eine kleine Stadt wie Little Whinging. Mit seinem langen, schwarzen Mantel hatte er die perfekte Tarnung gewählt, denn die meisten Herren, die er hier antraf, trugen etwas Ähnliches. Durch seinen Hund konnte er langsam gehen und derweil die Leute beobachten, ohne deren Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Während Harry neugierig die Bäume beschnupperte und hier und da eine persönliche Nachricht an die Vierbeiner der Stadt hinterließ. Sein Weg führte ihn zu einer kleinen Verbindungsstraße zwischen Magnolienring und Glycerinenweg. An einem Eckladen für Tierzubehör vorbeischlendernd marschierte er nun etwas schneller auf ein bestimmtes Haus zu. Einige Katzen tummelten sich im Vorgarten des erreichten Ziels und ließen sich nicht einmal von der Anwesenheit eines Hundes verscheuchen. Nachdem Severus das kleine Tor geöffnet hatte und hindurchgegangen war, klingelte er an der Haustür und wartete ungeduldig. Einen Moment später wurde ihm von einer schrulligen Frau geöffnet. »Severus, treten Sie doch ein«, sagte die alte Frau lächelnd. »Guten Tag, Arabella. Wie ich sehe, hat meine Eule Sie frühzeitig erreicht«, grüßte er. »Ja, hat sie, hat sie. Kommen Sie doch mit ins Wohnzimmer und nehmen Sie Platz. Etwas Tee?« fragte sie sehr heiter. Es war offensichtlich, dass Mrs. Fick nicht sehr viel Besuch bekam und wenn, dann nur von Käufern. »Eine Tasse Tee könnte nicht schaden, danke«, erwiderte er in einem sachlichen Ton. Wie erwartet musste Severus sich zunächst einem oberflächlichen Gespräch beugen, denn Arabella wollte einige Neuigkeiten aus der magischen Welt erfahren, die er ihr nur widerwillig gab, denn Unterhaltungen lagen ihm nicht. Aber er nahm die Langeweile in Kauf, denn immerhin wollte er etwas von ihr. Arabella tätschelte ab und an seinen Hund und sprach mit ihm, als wäre er ein Kleinkind. Doch Harry schien das zu lieben, denn er hörte aufmerksam zu und wedelte mit dem Schwanz. Nach einer halben Stunde lenkte sie das Gespräch auf das bevorstehende Geschäft, indem sie sagte: »Sie möchten also einen Knieselmischling kaufen, ja?« Er verkniff es sich, mit den Augen zu rollen, denn genau das waren die Worte gewesen, die er ihr bereits in dem Schreiben mitgeteilt hatte. Höflich erwiderte er: »Ja, das möchte ich. Er oder sie soll ein Geschenk sein.« Sie summte nachdenklich, bevor sie sagte: »Sie wissen sicherlich, dass es immer am besten wäre, wenn der zukünftige Besitzer sich selbst vom Tier auswählen lässt. Meine Mischlinge sind zwar nicht ganz so wählerisch wie ein reinrassiger Kniesel, aber auch sie schließen sich nicht jedem an. Wer soll es denn sein? Beschreiben Sie mir doch bitte die Person, der Sie das Tier schenken möchten, und ich könnte aus der Persönlichkeit einen passenden Kniesel aussuchen.« Severus wurde neugierig und wollte wissen, an welchen Aspekten der Kompatibilität zwischen Tier und Mensch abhängig gemacht werden würde, und ging kurz in sich, bevor er fragte: »Was müssen Sie denn wissen?« »Naja, zunächst einmal, ob es ein Mann oder eine Frau ist.« »Eine Frau«, warf Severus ein. »Gut, dann wäre es wichtig zu wissen, ob die Dame quirliger Natur ist oder eher ein ausgeglichener Mensch. Ist sie viel unterwegs oder kann sie sich Zeit für das Tier nehmen?
Ist sie eher nett oder unausstehlich? Fragte Arabella, die offensichtlich genau wusste, nach welchen Aspekten ein Tier auszusuchen wäre. Doch ihr kam offensichtlich nicht in den Sinn, dass er einer unausstehlichen Frau höchstwahrscheinlich kein Geschenk machen würde. Nun, begann Severus lächelnd. Ich würde sagen, Sie kennen Miss Granger und können sich daher selbst ein Bild machen. Durch Harrys Schilderungen wusste Severus, dass Harry damals den alten Orden des Phönix mit Teilen von Dumbledores Armee vereint hatte und sich Miss Granger und Arabella ganz offensichtlich gut leiden konnten. Oh, die liebe Hermine ist es also. Ich wusste, sie würde nach dem Tod von Krummbein irgendwann wieder einen Knieselmischling haben wollen. Sie werden es nicht glauben, aber im letzten Wurf war ein Tierchen mit dabei, bei dem ich immer wieder gedacht habe, dass nur Hermine das richtige Frauchen wäre. Kommen Sie, ich zeige Ihnen das Kätzchen. Es ist ein Männchen, sagte Arabella fröhlich. Den Hund durfte er unbeaufsichtigt im Wohnzimmer lassen, sodass er Arabella ein Stock höher folgen konnte. In einem Zimmer, in welchem ausschließlich Katzen, Kniesel und deren Würfe anzutreffen waren, steuerte Arabella auf ein für sein junges Alter recht großes Tier zu. Es war schwarz, hatte aber 4 weiße Pfoten und wirkte wegen des langen, üppigen Fells noch viel größer, als es eigentlich war. Bevor Arabella etwas sagen konnte, fragte Severus: Wie alt ist der Mischling? Der ist erst 3 Monate alt, Severus, antwortete sie gewissenhaft. 3 Monate? Der ist riesig, sagte er verblüfft. Die Mutter ist eine norwegische Waldkatze, sagte Arabella, während sie auf einen Kratzbaum zeigte, auf dem entsprechendes Muttertier gerade schlief. Der Vater ist ihr Kniesel dort. Ein schwarzes Tier mit weißen Tupfen und ebenfalls weißen Pfoten fraß gemächlich aus einem Napf. Der hier? Sie hielt das Tier auf ihrem Arm Severus entgegen. Ist der Richtige für Hermine, glauben Sie mir. Ich vertraue Ihrer Einschätzung, Arabella. Wie viel soll das Tier kosten? Fragte er entschlossen, während er bereits seinen Geldbeutel zückte. 85 Pfund, erwiderte Arabella. Ungläubig wiederholte Severus. 85? Dafür bekomme ich woanders 4 Kniesel. Ihr war nicht entgangen, dass er erbost geklungen hatte. Doch sie beruhigte ihn und erklärte: Norwegische Waldkatzen sind nicht preiswert, Severus. Die kosten zwischen 250 und 800 Pfund. Für diesen Mischling könnte ich eigentlich viel mehr nehmen. Aber 85 Pfund ist schon der Freundschaftspreis. Severus verzog das Gesicht, sodass Arabella beteuernd anfügte: Ein sehr, sehr guter Freundschaftspreis, Severus. Er überlegte einen Moment, während er abwechselnd auf das Jungtier schaute und dessen Eltern begutachtete, die beide sehr friedvoll wirkten, bevor er letztendlich seufzend und resignierend fragte: Ich habe nicht so viel Pfund dabei. Nehmen Sie auch Galeonen? Glücklicherweise war ein Katzenkorb im Preis inbegriffen, sodass Severus das Tier gleich mitnehmen konnte. Arabella hatte ihm noch den Ratschlag gegeben, Zubehör in dem Eckgeschäft zu kaufen, bevor Severus sich mit der Leine in der Hand und dem Katzenkorb in der anderen wieder auf den Weg zurückmachte. Er kam wieder an dem Eckladen vorbei und hielt am Schaufenster inne. Kratzbäume, Spielzeug, Decken, Kuscheldecken und etliche andere Dinge sorgten für eine leichte Reizüberflutung bei Severus, und er entschloss sich, dass Miss Granger das Zubehör für das Tier selbst erwerben müsste, denn 85 Pfund für den Knieselmischling waren mehr als genug an Ausgaben. Erneut seufzte Severus und er hoffte innig, dass dieser Kniesel seine Krallen an anderen Dingen wetzen würde und nicht an Miss Grangers Unterarmen. Soweit zur heutigen Ausgabe unserer Hörbuchreihe zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns bitte einen Daumen nach oben da. Und sehr gerne natürlich auch einen Kommentar, denn die Feedback-Challenge ist immer noch on. Wenn ihr mögt, natürlich auch gerne ein Abo. Ciao, bis zum nächsten Mal.